Das ist mehr als Comedy, mehr als Sketch, mehr als Witze erzählen. Hier sind die Macher dieser Serie Bösterreich, Nicolas Ovtcharek und Robert Palfrader. Hallo, grüß dich. Herr Palfrader, Herr Ovtcharek, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Wir stehen und die sitzen. Weißt du was? Reicht dann auch mal. Dankeschön, 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 Dankeschön. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Als Harald Junke das letzte Mal im deutschen Fernsehen aufgetreten ist, war der Applaus ähnlich. Ja. Nein, ja. Aber es ist schon sowas wie Lebenswerk. Preis des Lebens. Lebenswerk-Applaus. Ja. Aber es war das letzte Mal, oder? Bei Harald Junke war es das letzte Mal. Danach hat man noch einmal ein Foto gesehen, er mit einem Teddy im Altersheim. Ja, jedenfalls so großen Applaus seid ihr gewohnt. Selbstverständlich du als Kaiser. Ne? Oh. Ja, was? Wir wollen über den Kaiser reden, haben wir gedacht. Ja, das hast du doch am liebsten. Unbedingt, ja, schon lange nicht mehr gewohnt. Und du, lieber Nicolas, als Burgschauspieler, auch immer die großen Applause. Und jetzt komische Serie. Ist das ein Abstieg? Oder Frage B, musst du es machen, weil das Burgtheater nicht mehr zahlen kann? Von Burgtheater zu Bösterreich, Aufstieg oder Abstieg? Ernsthafte Frage. Jetzt muss man irgendwie komisch antworten. Nein. Doch. Nein. Anders einfach. Ja. Es ist einfach... Was ist schwieriger? Burgtheater. Sonst hätte ich nicht mitmachen können. Ne? Wir können ja jetzt einen Ausschnitt aus Bösterreich zeigen. Ja. Und zwar einen sehr komischen, wo Ovtcharek einen Bankräuber spielt. Und Palfrader einen Taxifahrer, der, finde ich, relativ schlecht ist als Taxifahrer. Aber bitte entscheiden Sie selbst. Der Bankräuber ist auch nicht der Beste. Hier ist der kleine Ausschnitt. Das ist ja übervoll. Geht her oder bringt dich um. With the Goethe we can, so we can they wohin bring. Kein Problem with that. Nein, hier nirgendwo ist. Kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Sag einfach auch, wo es hin muss. Geht schon, komm. Ja, bleib stehen. Nein, das ist ein scheiße Standplatz, oder? 3 Stunden kein Geschäft. Soll ich was sagen? Die Leute haben kein Geld mehr. Bleib stehen oder ich schieß. Was? Ich verstehe das nicht, Alter. Nimm oben diese komische Mutze, die du da hast, Alter. Bitte das, schau auf die Straße! Schon sehr peinlich, bitte. Wieso peinlich? Schau so, schau so, schau. Nein, bitte. Ich schau aus wie die kleine Kinder von der Schiko. Bitte, nimm das aus dem Gesicht. Nimm das nicht aus dem Gesicht, Alter. Ich bin eine kleine Kinder. Na, bitte, okay, nimm's auf. Schau, bitte, ich hab's aufgenommen. Und bitte schau für ihn. Und bitte schau für ihn. Lass mich bitte ausstehen, bitte. Also gut. 8,20 €. Das passt schon. Danke, Alter. Schönen Tag. Du musst sehr aufpassen. Hoppala. Sehr lustig. Sehr gut. Sehr lustig. Es ist so, ich weiß nicht, ob man das jetzt... Ich weiß nicht, ob man das in dem Ausschnitt jetzt gerade noch mitbekommen hat als Zuschauer, weil es so schnell ging. Die beiden Herren, die im Bus standen, waren wieder von euch gespielt. Ja. Das heißt, es ist so, die Idee von dieser Serie ist, dass ihr in ununterbrochen neuen Verkleidungen auftaucht und euch gegenseitig die Klinke in die Hand gebt in neuer Verkleidung. Also die Szenen sollen halt fließend ineinander übergehen, wo wir dann naturgemäß halt manchmal mit uns selber spielen. Und das macht es ja so großartig, würde ich sagen. Das grenzt es ja ab von anderen Sketch-Comedy wie Ladykrache oder so. Das wirkt ja teilweise wie so... Ja, na, ist doch wahr. Das wirkt ja teilweise so wie ein Woody Allen-Episodenfilm, könnte es auch sein. Ich habe, wenn ich richtig informiert bin, hat Niki sich das ja ausgedacht. Du und deine Frau, ihr habt euch das im weitesten ausgedacht, oder? Das heißt, du wirst wahrscheinlich eher noch wissen als der reine Schauspieler Palfrader, der ja wie jeder Schauspieler eigentlich Komiker, keine Ahnung hat. Komiker noch dazu. Ich meine, er ist ja Wirt eigentlich.
eigentlich. Ja, eigentlich. Aber du als Kreativer. Ich bin überhaupt kein Entschuldigung, wollt ihr was trinken? Ganz vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich war zum vierten Mal hier. Das ist das erste Mal, dass ich nichts angeboten bekomme. Was wollt ihr trinken, eure Exzellenz? Was magst du, Niki? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser? Ja, also ich hätte auch gerne ein Wasser. Ja, ja. Bitte. Dazu oder im Glas? Im Glas. Dann nehme ich dann Wein. Also, Niki, was ist es wirklich? Also was, oder was habt ihr euch gedacht? Also was war die Grundidee? Grundidee war, einen Berg zu erklimmen, der nicht zu erklimmen ist. Also was zu machen, was völlig überbordend ist und möglichst viele Rollen zu spielen und dabei Spaß zu haben und irgendwas über dieses Land zu erzählen. Auf einer düstereren, aber doch humorvollen Ebene. Und das Erste, was da war eigentlich der Titel. Österreich. Und dann hat sich so eine Welt entsponnen. Wir wussten bis zum Schluss eigentlich nicht, bis jetzt, was das, also wir hatten ein Gefühl dafür, was das wird. Aber es war, man kann ja Erfolg oder nicht Erfolg, also man kann ja das nicht planen. Also man weiß ja nicht genau, was dann... Aber war dir von Anfang an klar, dass er dabei sein wird, ja, nachdem ihr diese schöne Braunschlag-Erfahrung hattet? Es gibt doch eine große Freundschaft zwischen euch beiden, oder? Ja. Und ein großes kollegiales Wertschätzen. Ja, er geht mir auch wahnsinnig auf die Nerven, aber sonst ist es okay. Wer ist die größere Diva? Er. Du widersprichst nicht, Robert. Robert! Ich habe ihn so lieb, dass ich das jetzt einfach hinnehme. Ja. Wer spielt mehr Frauenrollen? Ihr seid ja beide gut, finde ich, in Frauenrollen. Ja, aber der Niki ist die schönere Frau. Das würde ich nicht sagen. Stimmt nicht. Oh ja, du bist so viel fescher. Er ist halt doch entscheidend. Relativ gesehen. Er ist größer. Ne? Auch. Du bist eine schöne kleine Frau. Ich bin eine schöne kleine Frau mit großer Nase und kurzen Beinen. Ihr habt insgesamt, glaube ich, 80 Rollen ungefähr gespielt in der ganzen Staffel, wenn man das so sagen kann. Ja. Stunden, Tage in der Maske. Und wir haben einen kleinen Zusammenschnitt, wo man ein paar eurer wunderbaren Masken sehen kann, wo man auch sieht, dass Palfrader tatsächlich eine wahnsinnig schiere Frau ist. Den Ausweis. Bitte! Gut. Sind Sie sich da sicher? Ja, ja. Weg! Sicher. Schau. Bravo. Alles da. Vormachen. Auf Wiedersehen. Für dich. Ja. Das, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt. Lieber Niki, es ist ja so, da du schon so viele Jahre Theaterschauspieler bist, ich stelle mir vor, das Nervigste muss doch auch bei dir dann immer sein, in der Maske zu sitzen. Das ist doch Stunde um Stunde. Und dann sich aber was auszudenken, wo man noch viel mehr Stunden in der Maske sitzt. War das nicht sehr kontraproduktiv von dem, was dich eigentlich nerven müsste? Ich saß ja mehrmals am Tag, mehrmals in der Maske. Also, ja. Geht das überhaupt mehrmals am Tag? Ja, ja, also das haben wir nicht gut zu Ende überlegt gehabt, das stimmt. Also sie haben zeitweise auch nicht miteinander gedreht, weil der Robert in der Maske war. Und ich habe dann quasi mit der Schulter vom Robert gedreht, der aber in der Maske war. Das war dann das Double vom Robert. Und war dann, zeitweise sind wir uns gar nicht begegnet. Na, manchmal fing der Tag so 4:30 an. Mit Abholung, ne? Ja. Mittags? Ja, nein, in der Früh. Morgens. In der Früh. Und dann saß man halt so bis um 7 in der Maske. Abends. Nein. Und dann hat man halt gedreht und dann hat man um 11 die Maske sich rund, die Nasen und die Zähne und was runtergenommen, hat sich neu geschminkt. Also ich nicht. Die ist immer. Ah, ich habe eines, das hat man jetzt nur ganz kurz gesehen. Ich habe einmal die Schwester von Robert Palfrader gespielt und habe mir natürlich diese Nase machen lassen. Echt? Das war schwierig. Ja. Weil du mit deinem eigenen... Psychisch schwierig. Ja. Mir ist die ja nie aufgefallen früher, die Nase. Ja. Heute aber schon. Ja, permanent, ja, nur noch. Weil er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Immer, meine Nase, mein Zinken, meine Nase, gell? Meine Nase. Ich dachte, was redet der? Ah ja, er hat eine sehr, sehr, sehr große Nase. Als begonnen hat, war er sehr froh, dass sie da war. Der hat sich drunter gestellt, schon unten geblieben. Weißt du? Ja, warum nicht applaudieren? Das war ein Gag. Ja, fand ich auch. Gut. Völlig richtig. Ich dachte mir, für diese Sendung reicht's. Allerdings. Niki, die Stimmung im Burgtheater, wie ist denn so? Wie läuft's denn so? Wie ist denn so die Stimmung? Das ist eine interessante Frage. Wurde dir wahrscheinlich noch gar nicht gestellt in den letzten Wochen. Nein, tatsächlich war ich nicht in Wien die letzten
6 Wochen. Aber hörst du nicht auch was? Ja, natürlich. Ständig Ensemblevertretungen. Permanent Internet gelesen und SMS bekommen von Geheimagenten. Wer aus dem Ensemble hat aufs Auto von Hartmann geschaut? Ja, geschossen? Das ist wirklich komisch. Er hat ja. Ich bin jetzt zurückgekommen vor ein paar Tagen nach Wien und bin ins Theater, Vorstellung gespielt, lauter glückliche Gesichter. Happy, gelöste Stimmung. Aber es war nicht Hartmann selbst im Haus, oder? Nein, komischerweise nicht. Und auf das Auto ist es ist eigentlich sehr seltsam. Da wird ein Auto geschossen, die Leute im Haus sind glücklich, es ist irgendwie. Und man hat es nicht mitbekommen so richtig. Man kann sich nur nacherzählen lassen. Wo warst denn du? Ich war in Hamburg. Bin sehr glücklich. Am Theater? Nein, ich habe gedreht. Aha. Du drehst mittlerweile mehr, als du im Theater auftrittst? Dieses Jahr ja. Ja. Schade natürlich für die Theater. Nein, ich bin froh, dass ich jetzt nicht da war. Das war, glaube ich, eher. Ja, jetzt wegen dieser Krise. Wegen dieser Finanz. Hättest du dann mit unterschrieben? Oder man musste sich ja entäußern als Ensemblemitglied und musste ja dafür oder dagegen sein? Gegen was? Gegen Hartmann, für Hartmann. Man musste irgendwie Stellung beziehen. Ich glaube, die Frage war gar nicht für Hartmann, gegen Hartmann. Die Frage war, glaubt man, dass diese Frau allein verantwortlich ist dafür, dass 13 Millionen weg sind? Und glaubt man dem oder glaubt man dem nicht? Oder spricht man diesem ganzen Konstrukt das Misstrauen aus? Und das wurde dann so gewertet, dass es gegen Hartmann ist. War es ja im Prinzip auch. Aber dadurch kam ja erst diese Steuerfinanzskandal. Lustig, dass die größten Verbrecher immer an der Steuer scheiden. Immer, ne? Ja. Uli Hoeneß. Frage, habt ihr schon mal bei eurer Steuererklärung geschummelt? Nein, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Wir haben den gleichen Steuerberater, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, wir haben den gleichen. Ich würde es versuchen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Das heißt, du bist hier völlig frei. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich Niki, bei dir schon mal ist irgendwas schwarz gelaufen bei irgendwelchen Auftritten? Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ja, das ist ja das, was Hartmann sagt. Ja, der hat gesagt, ich wusste nicht, dass ich das Geld jetzt schon versteuern muss. Finde ich super, oder? Du kannst auch immer noch sagen, dass du... Ein Mörderbudget? Sag, ich habe nicht gewusst, dass man das versteuern muss. Ja. Jetzt. Ja. Finde ich super. Zu schön, zu intelligent. Wahrscheinlich. Aus einer zu guten Familie. Ja. Gegen Ende des Gesprächs, ein schönes Gespräch. Nochmal zu Österreich. Ist es so, weil ihr ja hier dieses Duo spielt, dass euch ein gemeinsames Humorverständnis ein? Wir haben ein tatsächlich auch manchmal ein unterschiedliches Humorverständnis. Und das ist gar nicht so schlecht. Also wir haben uns auch oft gestritten. Ist das eigentlich ich finde, dass ihr ja das, was ja ganz cool ist und was auch notwendig auch ist, zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere an dieses Plakat von Braunschlag, wo ihr beide in der Badehose wart. Ja. Das waren sehr schöne Badehosen. Ja. Aber ich tue mich zum Beispiel oft schwer, ich gehe oft nicht mehr ins Freibad, weil ich weiß, dass alle sagen, boah, der eine Wampe. Also ihr seid so uneitel, was vieles betrifft, was ja schwierig ist. Das sind doch schöne Männer. Ja, eh schöne Männer, aber wenn du schier bist wie ich, dann hilft Geschamek sein auch nichts. Ach, das ewige Anders sieht man, ja, du bist ein gut aussehender Mann. Du bist wirklich sehr kokett. Nein, ich bin klein und blatt. Was? Bist du überhaupt nicht blatt? Du hast 20 Kilo abgenommen. 20 Kilo? Nein, 11. Du hast 11 Kilo abgenommen? 11 Kilo abgenommen. Warum? Du wirst übrigens auch schlanker, oder? Bist du auch schlanker? Schwarz. Es ist schwarz. Ja, es gibt diese eine Folge, die in einer Therme in Burgenland spielt. Und da ist mein, hier? Ja, da ist mein einziges Kostüm, das ich zur Verfügung habe, meine Hand. Und der Rest meines Körpers ist unbedeckt. Du trägst, sieht das Gemächt des Kaisers? Nein, das ist durch die Hand. Ach so, durch die Hand. Es ist ein sehr durch eine Hand? Du kannst das es ist ein sehr kleines Gemächt. In der Mathematik wäre es eine zu vernachlässigende Größe. Und deswegen kann ich das recht gut verbergen. Ja, aber ich kenn dein Gemächt, da hätte doch der Daumen gereicht. Ja. Im Theater ist es ja eh üblich, dass man mehr oder weniger die ersten Jahre nackt auf der Bühne verbringt, oder? Ja, ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich war dann doch ein paar Mal nackt, auch schon blatt. Das hat wahrscheinlich dann abgelenkt vor der Nacktheit. Ja, ich finde es auch entbehrlich. Das Nacktsein auf der Bühne. Da ist es wirklich berührend, das ist wirklich schön. Bei ihm? Ja. Berührend. Und bei Österreich. Muss ja auch berühren, muss ja nicht nur lustig sein, richtig. Muss auch berührende Momente. Eben. Ist das ein Moment, der vielen anderen Männern Mut macht? Kleinen Dicken mit kleinen Penissen, ja. Den anderen nicht. Nein. Meine Damen und Herren,
Robert Palfrader und Niki Ofzarek.